zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören! Mechaniker, schnell, tut etwas! Vorsicht, da ist eine Brücke! Wow, heiliger Schraubendreher! Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst! Was jetzt? Oh! Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Hallo zusammen. Wir haben Miles gerade ganz frisch neu lackiert. Es ist eine Überraschung für meine Oma. Oh, ich mag keine Überraschungen, Gecky. Außer die guten natürlich. Ja, okay. Öffne die Augen für deine Überraschung. Heilige Lenkstange, was für eine schöne Lackierung. Oh, Miles, das steht dir wirklich gut, Schätzchen. Drehen wir eine Runde, um das zu feiern. Nicht alle auf einmal. Du solltest mit mir fahren, Becky. Rein mit dir. Seid schön brav. Wir sind nicht lange weg. Ist es nicht wunderbar, wieder zusammen auf der Straße zu sein, Genki? Das ist es, ja. Pass auf, Oma. Fährt sich wie ein Traum. Ich habe den Beiwagen kaum gespürt, Genki. Genki? Drehender Schraubenzieher! Ich brauche das Ersatzrad! Es funktioniert! Aber ich habe keine Ersatzbremsen! Oh! Halt durch, Gecky! Oma, halt zur Hilfe! Fahr weiter geradeaus, Oma! Ich habe eine Idee! Das war zu knapp. Ich muss ein paar Einstellungen machen. Ich dachte mir, vielleicht einen Raketenantrieb. Oh, Oma. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Thank you.
bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denkt dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry. Hallo zusammen, heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam! Das sind Heliumballons, deshalb steigen sie hoch. Alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona! Fahr nicht auf den nassen Sand! Schnell! Die Flut kommt! Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Ballons, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hurra! Fröhliches Halloween euch allen. Willkommen in unserer schaurigen Werkstatt. Das ist bestimmt Trevor, der uns seine Halloween-Kürbisse vorbeibringt. Oh nein! Jemand hat Trevors Kürbisse gestohlen. Wer macht so etwas Gemeines an Halloween? Wir helfen dir, deine Kürbisse zu suchen, Trevor. Unsere Werkstatt ist fertig dekoriert. Sieh dir das mal an. Was ist das nur für eine Frechheit? Scheinbar macht sich ein Dieb hier breit. Kommt rein zum Gruseln und für Häppchen. Mein Gruselhaus war echt ein Schnäppchen. Nicht so schnell. Das kostet einen Eimer voll Süßigkeiten. Nein, Sly, du möchtest gern Kürbisfeld. Als hätte Carrie Probleme. Komm mit, Blaui.
Barry ist in Gefahr? Zeig uns den Weg. Hä? Schaurige Schraubendreher. Wir holen dich hier wieder raus, Barry. Danke, Blaui. Du bist wirklich mein Ritter ohne Furcht und Tadel. Oh. Oh. Oh, oh. Los, los, Barry. Hilf mir, Gecko. Ich helfe Ihnen, Herr Wiesel, wenn Sie versprechen, alles Gestohlene zurückzugeben. Oh, okay. Versprochen. Bitte schön, Trevor. Jetzt können alle deine Halloween-Kürbisse bestaunen. Oh, ich hasse Kürbis. Oh. Nicht lustig. Bis bald, ihr alle. Fröhliches Halloween. Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mummy Truck, los. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde Verstecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme. Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Wo könnten sie sein? Könnten sie sein? Vielleicht sehe ich mal danach. Ha! Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Oh, sieht mal, Mechaniker. Das ist Familie Truck. Guten Morgen miteinander. Oh, da hast du ja ein schönes Boot, Baby Truck. Oh nein, ein Reifen. Der schwimmt ja genau auf Baby Trucks Boot zu. Danke, Mami Recycling. Jetzt können wir den alten Reifen recyceln. Wartet. Seht mal. Noch mehr Müll. Der muss von irgendwo flussaufwärts kommen. Kommt mit. Du bleibst hier, Gelbi, und passt auf das Boot auf. Noch mehr Müll. Wo kann der nur herkommen? Herr Wiesel, was soll das denn? Oh, Gecko. Ich wollte meinen ganzen Müll loswerden. Oh, die Bremsen klemmen. Man sollte Müll aber nicht in den Fluss werfen. Ah, oh. Oh, nein.
schwimmt genau auf Baby Chuck und ihr Boot zu. Oh, Hilfe! Müll darf man nicht in den Fluss werfen, Herr Wiesel. Das macht den Fluss schmutzig. Fast wäre Baby Trucks Boot kaputt gegangen. Ein Boot? Ich habe zuletzt als kleines Wiesel mit einem Boot gespielt. Ich habe eine Idee. Müll kann man doch recyceln. Und aus alten Sachen schöne neue machen. Ich zeige es euch. Den Anker. Achtung, hier kommt die MS Wiesel. Das macht so viel Spaß. Aha. Und der Fluss ist wieder sauber. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Oh, was für ein schöner sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow. Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Hm. Oh. Okay. Hä? Warte. Herr Wiesel füllt Max Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Haha. Haha. Oh. Ah! Keine Sorge, Max. Ich komme. Heiliger Schraubenschlüssel. Wieso meine Schuld? Oh. Oh, keine Sorge, Max. Uns fällt schon was ein. Max, wenn ich etwas Luft aus deinen Reifen lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Bitte schön, Max. So gut wie neu. Diesem Gecko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. Wir bereiten uns auf Karneval vor. Die Mechaniker werden gerade mit ihren Kostümen fertig. Haha, was für eine tolle Jacke, Oma. Danke, Gecki. Beim Karneval geht es schließlich um die Liebe. Also, wo sind meine Freunde? Ich will ihre Kostüme sehen. Haha, eine tolle Banane. Oh, Blaui, mein Herz. Nicht so schüchtern, Grüni. Du siehst fantastisch aus. Wartet, wo ist Roti? Kommt mit, Leute. Auf die Straße mit uns. Was ist denn los, Roti? Das ist der Entwurf für dein Kostüm? Das ist fantastisch. Ja, wirklich. Es ist okay, nervös zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, was andere denken. Beim Karneval geht es darum, sich auszudrücken und stolz darauf zu sein, wer man ist. Und ich werde immer stolz auf dich sein. Oh, ja! Hehe! Motoren an! Yeah!
Roti. Du schaffst das. Ich bin so stolz auf euch. Weiter geht's mit dem Karneval. Bitte sehr, Mama Truck. Jetzt funktionieren deine Blinker wieder. Gut, dass ich immer Glühbirnen dabei habe. Das ist Molly, die mit ihrem Lieblingsspielzeug spielt. Und Baby Truck ist auch da. Ihr sollt doch teilen. Oh, Baby Truck, du hast ein Aua. Aber das wird schon wieder. Versprochen. Molly? Sehen wir uns dich mal an, Molly. Alles okay? Oh nein! Molly verliert Öl. Ich habe das Werkzeug für die Reparatur nicht hier. Wir müssen sie zur Werkstatt bringen. Schnell! Ich werde deine Hilfe brauchen, Baby Truck. Kannst du für freie Bahn sorgen, damit ich Molly schnell zur Werkstatt bringen kann? Beeilt euch, gebt mir euer Wort. Ein Fahrzeug braucht jetzt und sofort. Oh nein! Eric und Dylan blockieren die Straße. Danke, Eric und Dylan. Gut gemacht, Baby Truck. Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Keine Sorge, Molly, wir sind für dich da. Gleich geht's dir wieder wunderbar. Gemeinsam reparieren wir gern jeden Freund von nah und fern. Schweißen, retten, prüfen und dann kommt alles wieder ganz schnell dran. Jetzt bist du wieder so stark wie zuvor und kein Öl tropft mehr aus dir hervor. Oh, ohne deine Hilfe hätten wir das nicht geschafft, Baby Truck. Oh, seht mal. Blaui hat den Spielzeugtruck repariert. Gut gemacht, Blaui. Und schön, dass ihr zwei teilt. Ich bin so stolz auf euch. Bis bald. Mir gefällt, was du aus der Werkstatt gemacht hast, mein kleiner Gecki. Die sah zu meiner Zeit noch ganz anders aus. Haha, danke, Oma. Genießt du es, geschrubbt zu werden, Miles? Er sieht blitzsauber aus, ihr Kleinen. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht anhalten. Herr Weasel, er hat ein Problem. Oma, warte. Danke, Roti. Bleib zurück, Kinder. Oma, fährt jetzt los. Wiesel, was ist denn das Problem? Das Gaspedal klemmt. Ich kann nicht bremsen. Hilfe! Oma, das Dachfenster! Du schaffst das, Kleiner. Hep! Oh! Gecko, halt es an! Oh, tut mir leid. Oh, das Gaspedal ist mit Kaugummi verklebt. Ah.
Oh, das war wirklich knapp. Unsinn. Ich hatte alles unter Kontrolle. Das hätte ich ohne dich nicht geschafft, Oma. Kein Problem, Kleiner. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Haha, oh, danke, Oma. Hallo zusammen. Oho, da stehen ja viele Fahrzeuge in der Schlange für unsere Waschanlage. Oh, danke, Bobby. Gecko hat mehr Kunden als ich. Aber wenn ich seine Waschanlage kaputt mache, müssen alle meine nutzen. Oh, Baby Truck, was kann ich heute für dich tun? Heiliger Schraubendreher! Was ist mit der Waschanlage los? Ja. Wir müssen sie abschalten. Oh nein! Unsere Waschanlage läuft weg. Oh. Oh. Oh, das ist einfach zu lustig. Donnerwetter, keine Frage. Wir folgen unserer Waschanlage. Oh, lass mich in Ruhe. Ich habe letzte Woche geduscht. Danke. Wir müssen sie überholen. Mechaniker, wir gehen jetzt rein. Mechaniker, kletter drauf und schraub die Abdeckung der Schalttafel ab. Schneidet den roten Draht durch. Nicht den gelben Draht, den roten Draht. Nicht grün, rot. Hoppla, hopp. Wir haben die Waschanlage gestoppt. Aber, wie kriegen wir sie wieder zurück in die Werkstatt? Bis bald. Hallo zusammen. Ich mache eine Testfahrt mit Miles Motorrad. Und der Gasgriff klemmt immer zu. Also es ist schwer, langsam zu fahren. Oh, wird Zeit, dass wir das reparieren. Ich sehe mal in der Werkstatt nach Einzelteilen. Kommt mit, ihr Kleinen. Upsi. Ich helfe dir bei der Suche, Oma. Das Funkgerät ist doch kaputt. Keine Sorge. Gecko repariert das. Oh, miau, wow. Sieh mal an. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad fahren. Wuhu! Andale! Motocicleta! Hier ist es, Miles. Oma, du brauchst den Schraubendreher. Was ist los, Oma? Bist du sprachlos? Nein, Kat ist auf meinem Motorrad. Der Gasgriff klemmt. Ich kann nicht anhalten. Oh, heiliger Schraubendreher. Halte durch, Kat. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, Gecky. Darf ich dich fliegen, Liebes? Hä? Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Bin etwas eingerostet, aber einmal Pilotin, immer Pilotin. Kat, alles okay? Gecko, das Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Es hält nicht an. Wir müssen...
müssen es auch noch reparieren. Ich hätte erst fragen sollen. Warte, wer fliegt denn Helena? Keine Zeit für Erklärungen. Ich habe einen Plan. Oma, lass mich runter. Oh, wow, oh. Oh, 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 wow. Ah, jetzt brauchen wir einen kleinen Kniff und reparieren damit Miles Gasgriff. Oh, 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 oh. Beeil dich, Gecko, ich mag kein Wasser. Oh, brems jetzt, Cat. Dass ich das Motorrad ausgeliehen habe. Eigentlich ist Miles Omas Freund. Wow, du bist bestimmt Oma Gecko. Ich bin Catalina Felina, aber meine Freunde nennen mich Kat. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du Motorradfahrstunden willst, frag einfach. Ich helfe dir gern. Du hast die beste Oma überhaupt. Oh, danke, Liebes. Ich mag sie, Gecki. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Oh, wir haben gerade dieses große Loch gebuddelt, damit ich ein Wasserrohr reparieren konnte. Kommt mit, Mechaniker. Wir machen euch sauber. Es ist schon bald Schlafenszeit. Danke für die tolle Arbeit, Eric. Alles sauber, Mechaniker. Ah. Oh. Keine Sorge, Mechaniker. Hier gibt es keine Skorpione. Heiliger Schraubendreher, ein riesiger Skorpion. Wartet, ich weiß, was hier los ist. Kommt her, ihr Kleinen. Manchmal ist es anders, als man denkt. Oh. Haha. Zuerst sollten wir den ganzen Matsch von dir runterholen. Seht ihr, Mechaniker? Das ist kein riesiger Skorpion. Das ist unser Freund Eric. Oh. Jetzt sollten wir deinen Baggerarm reparieren. Werkzeug raus, wir reparieren was? Schraubendreher, Schlüssel. Währenddessen reimen macht Spaß. Kommt schon, Mechaniker, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Eric schnell reparieren. Hm, die hydraulischen Kolben machen Eric sehr stark. Hihi, mit diesen neuen retten wir seinen Tag. Du bist repariert und kannst wieder heim. Nur fall nicht noch mal in dieses Loch hinein. Gute Arbeit, Mechaniker. Wir haben Eric wieder stark und kräftig gemacht. Bis bald. Danke, Mama Truck. Danke, Mami Recycling. So weit, so gut. Denkt alle daran. Heute ist Valentinstag und wir helfen Baby Truck, ein Essen für ihre Mamas zu machen. Das ist ein Geheimnis. Also, psst. Ihr bereitet es vor und ich lenke ihre Mamas ab. Thank you.
Wir müssen deine Radkappen sauber machen, Mami Recycling. Das war wohl, der Wind? Okay, mal sehen, ob eure Schrauben fest genug sitzen. Hihi, alles klar. Fertig. Tada! Hihi! Fröhlichen Valentinstag, Mama Truck und Mami Recycling. Oh, gern geschehen. Aber das war alles Baby Trucks Idee. Oh. Gut gemacht, Baby Truck. Deine Mamas freuen sich sehr. Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für Ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Baby Truck, warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt! Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker! Wir müssen Baby Truck finden! Arme Baby Truck! Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Hihi. Fertig, Mechaniker. Heute ist Heiligabend und die Werkstatt sieht perfekt aus. Wisst ihr, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht? Oh, du weißt es nicht, Blaui? Dann entscheide dich mal. Der Weihnachtsmann kommt bald. Wow! Ich dachte nicht, dass er so bald kommt. Hallo, Weihnachtsmann. Gecko, ich brauche deine Hilfe. Meine Rentiere sind krank, also kann ich nicht fliegen. Das müssen wir schnellstens wieder hinbiegen. Bring ich das Spielzeug nicht heute zu den Kindern, dann wird das die Weihnachtsfreude überall mindern. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Das kriegen wir hin. Ha, 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 ha. Oh.
Das ist es. Geckos Team findet Weihnachten statt. Dafür gibt es für euch Geschenke satt. Genau, was ich brauche. Danke, Weihnachtsmann. Weißt du jetzt, was du willst, Blaui? Hoho! Du willst fliegen auf meinem Schlitten? Da musst du mich nicht lang drum bitten. Ho, ho, ho! Hoho! Wir von Geckos Werkstatt wünschen euch frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Da 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 di du! Hihi, sehr gut, Mechaniker! Oh, heiliger Schraubendreher, ich glaube, da ist jemand traurig. Oh, seht mal! Das sind Max Monster Truck und seine kleine Schwester Molly. Lasst uns ihnen helfen. Hallo Max. Hallo Molly. Das Karussell klemmt scheinbar. Keine Sorge, Molly. Gleich dreht es sich wieder. Familie Truck. Hallo, Baby Truck. Du brauchst Hilfe, damit dein Drachen wieder fliegt. Und ich habe eine Idee. Mechaniker, wir brauchen Öl und einen Schraubenschlüssel. Okay, Mechaniker, schiebt! Nicht so schnell! Oh, oh, verschraubt noch mal, mir ist schwindelig. Jetzt testen wir meinen Plan. Bereit, Mechaniker? Diesmal vorsichtig. Funktioniert! Gut gemacht, Mechaniker! Alle haben Spaß! Hallo zusammen! Willkommen bei Geckos Werkstatt! Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Au! Nein, daran lag's nicht. Wartet mal! Aha! Der arme Bobby hat einen Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist,
Aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List, die Funken fliegen. Applaus, Applaus! Dann noch ein Pflaster angebracht. Ja. Hurra! Grüni, Blaui, gut gemacht! Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen. Wir gehen heute Abend campen. Hihi, nicht weit von zu Hause. Wir müssen nur das Zelt aufbauen. Hä? Hä? Hihi. Nicht so schlimm, Mechaniker. Ha, es wird schon dunkel. Lasst uns ein Feuer machen und Marshmallows grillen. Beim Feuer machen passt gut auf, haltet Abstand und achtet drauf. Hm, seht mal. Fiona, Feuerwehrauto und Dandy. Dann gibt es wohl einen Notfall. Feuer! Feuer! Keine Panik, Leute! Dandy ist hier und kümmert sich um die Gefahr. Warte, Dandy! Stopp! Das ist unser Lagerfeuer! Ups! Tut mir leid, Gecko! Ist okay, Dandy. Wir wollen ein paar Marshmallows grillen. Wollt ihr zwei vielleicht mitmachen? Ja, natürlich! Danke! Juhu! Tut mir leid, Fiona. Heilige Leiter. Fionas Steuerung ist außer Kontrolle. Bleibt alle ganz ruhig, denn die macht das. Halt dich fest, Dandy. Keine Sorge. Es läuft alles nach Plan. Der Knopf sollte die Leiter stoppen. Bringen wir Fiona in die Werkstatt und reparieren die Steuerung. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Ich glaube, Fionas Steuerung spinnt. Wir sehen uns das mal an, geschwind. Die Knöpfe kaputt und die Hebel ganz locker. Erneuern wir die und hauen alle vom Hocker. Bei denen habe ich keine Bedenken. So können die zwei wieder Feuer bekämpfen. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Die Reparatur hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke, Gecko. Nein, danke, Mechaniker. Ich liebe Marshmallows. Wir müssen los. Jemand braucht unsere Hilfe. Das war's nicht. Tut mir leid. Na ja. Wir sollten sowieso ins Bett. Bis bald. Hey, es ist Max, der Monster Truck. Was können wir heute für dich tun? Du willst wieder ein Held aussehen? King Crash? Ich glaube, das schaffen wir, Max. Ich hole mein Werkzeug. Mechaniker, fangt schon mal an. Okay, ich habe mein Werkzeug. Ha! Mechaniker! Was habt ihr getan? Oh, ihr findet vielleicht, dass er toll aussieht. Aber das wollte er nicht.
Keine Sorge, Max. Wir machen das. Fertig, Max. Wolltest du so aussehen? Wieder ein glücklicher Kunde von Geckos Werkstatt. Wir sehen uns bald wieder. Komm, Grüni, lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Zusammen. Wir reparieren gerade Mami Recycling. Aber, oh, es wird schon spät. Ihr solltet hier übernachten. Kommt alle rein. Es wird langsam Zeit fürs Bett. Ah! Sie sind so aufgeregt, dass sie nicht schlafen wollen. Aber ich habe eine Idee. Erst waschen wir euch mit viel Schaum und dann gibt's einen schönen Traum. Und jetzt ist es Zeit zum Abtrocknen. Ich kriege dich. So werden Sie nie schlafen. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Müde Mechaniker kommt jetzt nach Haus. Ihr arbeitet viel, aber jetzt ruht euch aus. Liebe Mechaniker und Baby Truck, schlaft jetzt ganz schön. Ich wünsch euch gute Nacht. Ah, gute Nacht zusammen. Ah. Hallo zusammen. Baby Truck ist hier, um mit den Mechanikern zu spielen.
Jaho, hihi. Ich komme auch gleich spielen. Ich wechsle nur noch schnell Fiona Feuerwehrautos Reifen. Jemand braucht unsere Hilfe. Oh nein, da ist ein Feuer und Fiona kann nicht helfen. Ihre neuen Reifen sind noch nicht da. Was sollen wir tun? Aha, das ist es, die Waschanlage. Baby Truck, wie würdest du es finden, wenn du heute Feuerwehrauto sein könntest? Los, los, Baby Feuerwehrauto! Alles gut, Trevor. Hab keine Angst mehr. Hier kommt Geckos Feuerwehr. Oh nein. Wir haben ein Leck. Übernimm du, Roti. Alles gut, Roti! Kein Problem, Trevor. Und gut gemacht, Baby Truck. Du machst dich echt gut als Feuerwehrauto. Bis bald zusammen. Hallo zusammen. Wir sind schwer beschäftigt. Es ist wirklich wichtig, dass wir Dylans Wassertank voll halten, um seinen Motor zu kühlen. Ah, oh. Bereit, Mechaniker? Los, los, Wassermarsch! Das ist nicht gut, Mechaniker. Es kommt kein Wasser aus der Leitung. Oh, es ist wunderbar! Stumpfe Schraubenzieher! Herr Wiesels Springbrunnen verbraucht das ganze Wasser. Ich dachte, frische Mückenwasser. Wir brauchen immer noch Wasser für Dylans Motor. Oder er überhitzt. Nicht so schnell, Mülleimer. Das ist mein Wasser aus meiner Leitung. Ich weiß, Grün. Wasser sollte man teilen, nicht verschwenden. Es regnet. Mein schönes Haar wird ganz nass. Danke, Blau. Aber wir müssen das kostbare Regenwasser sammeln. Schnell, Mechaniker, benutzt, was immer ihr könnt. Gute Arbeit, alle zusammen. Mit dem Regenwasser können wir Dylans Tank füllen. Wow. Dylan hat auch ganz schön viel Wasser gesammelt. Wir verschwenden keinen Tropfen. Alles erledigt. Bevor wir Wasser nutzen, sollten wir darüber nachdenken, wie wir es sinnvoll verwenden können. Mein schöner Springbrunnen. Oh, Herr Wiesel, am besten holen Sie einen Wischmopp. Und beim nächsten Mal denken Sie daran, kein Wasser verschwenden. Gut gemacht, Baby Truck. Wir sind fast fertig mit deiner Fahrprüfung. Du musst nur rückwärts die Rampe hochfahren. Keine Sorge. Langsam und hoch. Sehr gut gemacht! Du hast deine erste Fahrprüfung bestanden! Du nennst das eine Fahrprüfung? Das nenne ich eine Teststrecke, nicht wahr, Sly? Was genau testet ihr auf diesem Parcours? Wie viel besser wir sind als ihr! Thank you.
Sei, du überdimensionierter Toaster, hilf mir! Baby-Truck, wir müssen sie retten. Ganz in Ruhe. Du kannst das schaffen. Tolles Manöver, Baby-Truck. Keine Sorge, Herr Wiesel. Ich hole sie sofort darunter. Genau wie vorhin bei der Prüfung, Baby-Truck. Ruhig und langsam. Ganz geschafft. Gesund und munter, Sly. Nun, sieht aus, als hätte ich diese Prüfung sehr gut bestanden. Baby-Truck, du bist die Beste. Du hast die Fahrprüfung bestanden. Und das mit Bravour. Hallo zusammen. Wir haben die Waschanlage gerade mit einer neuen Bürste ausgestattet. Mal sehen, wie gut sie funktioniert. Hurra! Sie funktioniert wirklich gut. Gut gemacht, Mechaniker. Mit diesem neuen Motor bin ich das schnellste Wiesel der Stadt. Oh je, das gefällt mir überhaupt nicht, Mechaniker. Huch, Vorsicht, Mechaniker. Das Öl spritzt überall hin. Hilfe! Mach, dass es aufhört! Heiliger Schraubendreher! Herr Wiesel ist außer Kontrolle geraten. Oh, was für ein riesiger, ekliger Ölfleck. Wir machen den Fleck lieber schnell weg. Aber dieses Öl ist sehr klebrig. Oh, wir brauchen eine größere Bürste. Natürlich, wir nehmen die alte Bürste aus der Waschanlage. Können wir sie bitte an dir montieren, Mami Recycling? Werkzeug raus, wir bauen was. Währenddessen, reimen macht Spaß. Wir haben draußen einen Ölfleck. Mit dieser Bürste ist er gleich weg. Du kannst sie drehen und sofort ist das wieder ein sauberer Ort. Drehst du die Bürste wie im Zauber, wird unser Boden wieder sauber. Seid ihr bereit? Los, los, los! Sehr schön, Mami Recycling. Es funktioniert. Gute Arbeit, ihr alle. Jetzt ist es hier wieder schön sauber. Hilfe. Oh, im Gegensatz zu Herrn Wiesel. Ich glaube, wir haben noch einen Kunden, Mama Recycling. Bis bald. Da kommt Cat. Hola, Gecko. Hola, Mechaniker. Hi, Cat. Die Mechaniker freuen sich so sehr, dich zu sehen. Ich glaube, die Mechaniker würden gern so fliegen können wie du. Schmeiß den Müll raus, Sly. Weg mit den nervigen Teilen, die in meiner schönen Werkstatt rumlagen. Das ist doch kein Müll. Du hast recht, Cat. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Sowas schmeißt man nicht weg. Ich sehe, dass du jetzt schon eine Idee hast, Gecko. Sagen wir einfach, ich habe hohe Ziele. Haha. Fantastisch gemacht.
Nachtteam. Das ging schnell wie der Blitz. Wir haben eine Flugmaschine aus Müll gebaut. Los, los, Mechaniker. Ihr könnt jetzt fliegen und euch in den Wolken wiegen. Alles wieder schön sauber, jetzt wo ich den Müll los bin. Und er ist schon verschwunden. Diesen Müll werde ich nie wiedersehen. Haha. Wir sind ein gutes Team. An Land, aber jetzt auch in der Luft. Ja, Cat, du hast recht. Uns sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? So stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal, die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell, Tilly Abschleppwagen. Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui. Dann untersuchen wir dich mal. Das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund.
Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh. Oh. Phew, das war knapp. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein. Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona! Wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir's nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker!
Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo zusammen. Heute machen wir eine Reparaturmesse in der Werkstatt. Und Oma ist mit ihrem berühmten Apfelkuchen hier. Oh. Hallo, Herr Wiesel. Braucht Sly eine Reparatur? Reparatur? Ha, ich brauche keine Hilfe. Sly macht viel besseres Eis als Vicky. Seht her! Oh. Fantastisch! Oh, ignorier ihn, Geki. Mit Angeberei kommt man nicht weiter. Wir haben was zu tun. Komm, wir wechseln Vickys Reifen. Ja, ihr steckt in der Vergangenheit fest. Reifen? Willkommen in der Zukunft! Kettenfahrwerk. Bin ich nicht ein Genie? Bei meinen Schnurrhaaren, was passiert denn hier? Oh je, das Zubehör dreht durch. Oh, du dumme Maschine! Muss ich denn alles selber machen? Hilfe! Komm, Oma, wir halten das Auto auf. Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Gut so, Geki. Kletter auf. Mit diesem Schlüssel hört's gleich auf. Die Ketten drehen sich die ganze Zeit. Wir nehmen sie ab und helfen Sly. Blaui, bring den Wagenheber her. Den braucht man in solchen Momenten sehr. Was für ein Chaos mit den Ketten. Doch diese Reifen können dich retten. Siehst du? Dieses ganze Bling-Bling oder wie du es nennen willst, bringt nichts, wenn die Grundlagen einfach nicht stimmen. Ja. Ich hatte alles unter Kontrolle. Mein Zubehör ist nur sensibel. Wie gesagt, mit Angeberei kommt man nicht weiter. Das stimmt, Oma. Bis bald. Hallo zusammen. Heute bekommt Fiona Feuerwehrauto eine Wartung. Das war ein langer Tag. Entschuldigung. So, was ist jetzt dran, Mechaniker?
Der gehört dir, Blaui. So, wo waren wir gerade, Mechaniker? Hä? Alles fertig? Heiliger Schraubendreher! Das ging ja schnell. Woher kommt das denn alles? Wiesel, alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Blaui, schnell, drück den Ausschalter! Gut gemacht, Blaui. Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen, heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Hm.
Truck. Wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Ha, fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Hä? Oh. Oh. Yeeha! Hä? Cat, vorsichtig! Hola, Gecko. Helena und ich üben, Loopings zu machen. Guckt euch das an! Jeha! Jetzt einen ganz großen! Oh, vorsichtig, Cat! Oh nein! Aufpassen! Alles okay, Roti? Gecko! Ich kann ohne Helenas Kufe nicht landen! Oh nein! Schnell, Mechaniker! Wir müssen helfen! Bringt mir bitte die Reifen. Ah, noch ein bisschen dichter. Ah. Ich versuch's, ich versuch's. Ah, oh. Ah, oh. Halt dich fest. Blaui, nimm die Kufen. Ich habe eine Idee. Jetzt, Blaui. Das ist noch mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gecko. Kein Problem, Cat. Das gehört bei uns dazu. Hehe.